Ne, ihr bleibt alle im Bett liegen. Er gibt ja. Oh, da ist sogar zwei Fächer mehr, wusste ich gar nicht. Bringt nichts. Wenn du liegen bleibst, bist du vielleicht nur noch leicht krank und nicht mehr verletzt und weiß ich nicht, du vielleicht nur noch krank. Oder wir sind alle tot. Die Nacht war ruhig. Wenn wir das Echo von Schüssen in der Entfernung ignorieren, hoffen wir, dass es dabei bleibt. Katja geht es viel besser. Wir müssen sie nur etwas im Auge behalten. Bruno ist blass und hustet die ganze Zeit. Er sieht schwer krank aus. Er ist ja auch schwer krank. So, du bist nur noch krank. Und deprimiert. Du bist schwer krank und erholst dich. Das ist doch schon mal was. Nein, 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 bleib liegen, bleib liegen. Okay, komm. Aber er erholt sich ja wenigstens schon mal. Hör auf zu labern, mach. Jetzt geht's nur noch ums Überleben. Okay, was für Sachen haben wir? Wir können Bücher noch zu Brennholz verarbeiten, aber das war's dann auch. Dann machen wir das. Keine andere Wahl. Okay. Hast ja recht. Hallo. Boah, ich dachte gerade, die reagiert nicht mehr. Dann hätte ich jetzt ein bisschen gekotzt. Okay, ich brauche Medikamente für ihn. Auf jeden Fall. Und ich brauche etwas Holz, also Brennmaterial oder Holz, Bücher. Also, was brauche ich? Okay, du hast keine Medikamente mehr. Das macht die Sache natürlich leichter. Dann brauche ich. Na komm, hier nehmen wir alles Wasser. Die Medikamente habe ich noch. Ich habe Essen. Ich brauche Holz. Und ich brauche etwas Klüngel. Und ich brauche etwas Brennmaterial. Jetzt wollen wir mal gucken, was ich ihm dafür geben kann. Also, du kriegst jetzt erstmal. Nee. Zwei davon, dann kriegst du den Scheiß. Den Dünger brauche ich im Moment nicht. So ganz. Dann kriegst du von mir. Obwohl, nee, das behalte ich mal. Vielleicht kann ich noch ein Radio bauen. Gesagt, das will ich behalten, aber das. Nein, das nicht. Dann kriegst du das. Das bringt ihm nichts, okay. Was kann ich ihm dann da jetzt noch geben? Messer, Pistole, komm hier. Nehmen wir das. Das ist sehr großzügig. Okay, dann behalte ich den Dünger noch. So, okay, jetzt rennst du mal kurz hier runter. Dann was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt unbedingt ein Sägeblatt.
Auch ein Sägeblatt. Du baust jetzt das Sägeblatt. So, dann brauchen wir eine Axt. Und wir brauchen, komm, bau noch ein Sägeblatt. Laber nicht rum, tu, was ich dir sage. So, jetzt rennst du hier runter und kümmerst dich um das Brennholz. So, jetzt können wir nichts mehr machen, das heißt, ich beende den Tag. Jetzt machen wir Folgendes. Du bleibst im Bett, du gehst plündern. Und zwar gehst du in die... Wo ist die Schule? Du möchtest mir jetzt nicht sagen, aber ich glaube... War nicht in der, ich glaube, in der Tankstelle konnte man mit einem Sägeblatt was erreichen. Bitte sag mir, dass es so war. Ja, da. Du kannst ruhig ein bisschen schneller laufen. Gib dir mal Mühe. Ich wette, hier brauche ich noch ein Brecheisen. Ich hab's gewusst. Na gut, wenigstens etwas. Ja gut, jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt kann ich gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Aber wer rechnet denn damit, dass man da noch ein Brecheisen braucht? Oder ein Dietrich? Oh, das Spiel macht mich bekloppt. Es macht mich bekloppt. Das ist bestimmt unser Kochtod. Die kalten Tage sind vorbei, Gott sei Dank. Bruno ist blass und hustet die ganze Zeit. Er sieht schwerkrank aus. Sie könnte Tabletten gebrauchen. Okay. Kriegst du auch gleich? So, wir haben jetzt noch ein bisschen Schnee. Eigentlich müsste der schmelzen. Okay, der Winter ist vorbei. Das heißt... Wie viel Holz gibt das für so einen Schrank? Ah, 9 Holz, das ist doch schon mal was. So, dann zerkloppt das. Du bist hungrig, du bist hungrig. Heb das auf.
Jetzt habe ich Holz. War kein Klüngel, aber egal. Holz ist schon mal was. Die Betten lasse ich, glaube ich, erstmal stehen. Ich weiß nicht. Ich rechne zwar nicht damit, dass ich jetzt noch mal jemanden finde, der in die Gruppe kommen möchte, aber sicher ist sicher. Okay, was kann ich hier noch klein kloppen? Na, die Betten, die will ich jetzt aber nicht klein kloppen. Da oben ist noch ein Schrank. Ach, mein Hintern. Oh, ist der Hintern eingeschlafen. So, den kloppe ich noch klein. Jetzt kann ich aber mit den Filtern gleich Wasser herstellen, das ist praktisch. So. Nimm es. Nimm es. So. Wenn der Händler kommt, brauche ich nur noch Klüngel. Und ja. Und das müsste ich eigentlich hinkriegen bei den Klunkern, die ich da habe. Und Medikamente könnte ich eventuell gebrauchen. Schau doch mal bitte, was das hier kostet. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich, glaube ich, 4 von diesen Birnen. Ich brauche also noch 6 Birnen. Ach Gott, das kannst du vergessen. Ich habe auch die ganzen Zahnräder nicht. Okay, das ist also unwichtig. Was ich also definitiv brauche, sind Wasser kriege ich gleich. Holz, Waffenteile. Dann kann ich hier nochmal so ein Sägeblatt. Ich könnte jetzt nächste Runde wieder zurückgehen und den Schrank aufknacken. Und die Schuhe. Habe ich jetzt noch ein Sägeblatt über? Ja. Ich brauche also keins mehr herstellen. Gut. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Okay, pass auf, Mädchen, dann sprich mal mit ihm. Aber vorher nimmst du bitte die Tabletten. Puh, wir waren mal 5 Leute. Jetzt sind wir nur noch 2. Vielleicht habe ich Glück und ich kann gleich in die Schule, dass die wieder da ist. Weil dann komme ich mit dem Sägeblatt weit. Und dann nehme ich auch gleich die Brechstange noch mit. Schon 34 Tage überlebt. Ich brauche nur Medikamente für ihn. Oh Mann. Harte Nummer. Die Runde hat so gut angefangen. Ja, komm her, das bringt da nichts mehr. Jawohl. Okay, du schläfst im Bett, du gehst plündern. Bombardiert der Schule. Vorbereiten. Sägeblatt. Nein. Brechstange. Wobei, komm, nehmen wir die Axt. Nehmen wir die Axt auch mit. Und gehen plündern.
Kann ich mit der Axt wohl durch die Tür? Nee, aber ich kann das hier schon mal zerlegen. Wo war denn das? Ach genau, da unten war das. Jetzt bin ich echt gespannt, was da drin ist und ob sich das lohnt. Ist schon so lange her, dass ich da war. Okay. Okay, Alkohol. Zigaretten nehmen wir mit für unseren lieben Bruno. Ich habe einen Brief gefunden. Mama, es ist schrecklich. Jemand hat ein Mädchen erschossen, das ich kenne. Der Mann soll ein Scharfschütze sein. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Sie war so ein gutes Mädchen. Was hat sie dem Scharfschützen angetan? Sie haben den Strom abgeschaltet. Die Lehrer haben gesagt, dass wir heute etwas länger in der Schule bleiben müssen. Ich weiß nicht warum. Ich will dich und Papa wiedersehen. Zumindest haben sie versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Kommst du und holst mich nach Hause? Ah, warte, erstmal da. Na, das hat's ja gebracht. Ja gut, komm hier, dann nehmen wir hier auch noch alles mit. Obwohl, nee, ich brauche gar nicht alles. Dann machen wir die Tür jetzt hier erstmal auf. Okay, warte mal, was habe ich jetzt hier alles im Rucksack? Also ich könnte zumindest, komm, ich könnte noch ein bisschen Holz mitnehmen. Das machen wir jetzt, bevor ich noch aus Versehen auf die Idee komme, da irgend so einen Penner mit der Axt zu erschlagen. Dann sind alle noch viel mehr deprimierterer. So. Komm, zerschlagen wir den Schrank da noch. Okay. Gott, er ist zurück. Ich habe immer noch keine Medikamente. Aber jetzt müsste eigentlich der Händler kommen. Tag 35. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es war eine Bande abgehärteter Diebe, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet, keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wache leisten gute Arbeit. Munition, die wir verbraucht haben, um sie zu verjagen. Bruno bewegt sich kaum. Diese Krankheit bringt ihn um. Bruno ist sehr krank. Ich glaube nicht, dass er überleben wird. Wir sollten die Medikamente für diejenigen behalten, die eine bessere Chance auf Heilung haben. Todkrank. Erholt sich. Die Krankheit wird schlimmer und schlimmer. Ich brauche wirklich Medikamente. Ich brauche sie mehr als alle anderen. Ja toll, jetzt ist die am Boden zerstört und sitzt da einfach nur rum. Ah, okay, du kannst da, dann bleib liegen. Dann bleib liegen.
Du kannst auf jeden Fall laufen. Also sollte ein Händler kommen, geht er hoch und holt Medikamente. Das ist ein Plan. Und sie, ja. Sie muss da jetzt erstmal sitzen bleiben. Aber obwohl, was soll's, komm, rede mit ihr. Es ist eh schon alles vorbei. Bewegt er sich überhaupt? Hallo? Hallo? So kalt, der Schmerz. Ich brauche einen Arzt. Moment, ich kann doch mit dem ins Krankenhaus gehen. Aber ich weiß nicht, ob die mir helfen. Ich habe doch da letztens geplündert. Oh, ich weiß echt nicht. Wir haben noch Zigaretten, du Doofkopf. Ich versuche nachher was. Ich gehe mit dem in der Nacht jetzt ins Krankenhaus. Und schaue. Er muss sie jetzt ein bisschen beruhigen. Und zwar. Und zwar bis es Abend ist. Und dann gehe ich mit ihm ins Krankenhaus. Das könnte eventuell. Ich habe es dann noch nicht ausprobiert. Noch gar nicht. Sie kann gut feilschen, habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Mit ihr müsste ich also theoretisch immer handeln. Na gut, wenn er mit ihr redet, hole ich mir mal was zu trinken. Dann muss ich ja nicht daneben sitzen. Okay, sie ist nur noch deprimiert. Rede mal mit ihm. Es hat sowieso keinen Sinn. Ich hoffe, das erzählt sie ihm gerade nicht. Todkrank. Ja, komm her, bringt alles nix.